Herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel in Nürnberg am Sonntag um 13.30 Uhr. Ja, Daniel, blicken wir gleich mal auf die aktuelle sportliche Situation. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Regensburg im Rücken ging es jetzt in eine lange Vorbereitungswoche. Wie habt ihr die genutzt? Wie ist so der Gesamteindruck von der Mannschaft? Na, wir sind ja noch dabei, haben natürlich diesmal ein bisschen den Vorteil, dass wir das Erfolgserlebnis ein paar Tage länger mitnehmen können. Nach Heidenheim waren es ja, glaube ich, nur 3 Tage bis zur nächsten Begegnung. Von daher deutlich bessere Stimmung, ist klar, wenn du gewonnen hast. Gutes Wetter, gute Trainingsbedingungen. Wir haben fast keine Verletzten mehr, alle mit an Deck. Und dementsprechend sind wir sehr konzentriert in Richtung Nürnberg unterwegs. Haben zu Beginn der Woche auch nochmal einen kleinen Reiz gesetzt, was so die konditionsspezifischen Dinge angeht. Haben dann eine Doppeleinheit gehabt, wo es sehr fußballspezifisch dann aber doch auch zur Sache ging. Und sind jetzt eigentlich dabei, die inhaltliche Vorbereitung Richtung Nürnberg zu machen. Haben, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit die Woche und das tut uns, glaube ich, auch ganz gut. Dann blicken wir mal in Richtung Nürnberg. Wie erwartest du den Club oder wie wollt ihr es angehen am Sonntag? Ja, Nürnberg hat einen ähnlichen Ansatz wie Regensburg. Wir haben ja auch gesagt, dass Regensburg eine Mannschaft ist, die so ein bisschen vom RB-Ansatz geprägt ist, die Bälle sehr schnell ins letzte Drittel bringt und dann eben dort versucht, zweite Bälle aufzunehmen. Den Weg oder den ähnlichen Ansatz verfolgt natürlich der Nürnberger Trainer auch, der ja auch aus dem RB-Kosmos entstammt. Sie haben es sehr, sehr geradlinig gespielt gegen den KSC, sehr, sehr früh. Lange Bälle auf den Zielspieler Scheffler gehauen und dann eben versucht, dort die Bälle dann aufzunehmen und dann eben im letzten Drittel erst Fußball zu spielen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Bei uns hilft es natürlich, dass es ein ähnlicher Ansatz wie gegen Regensburg ist, sodass wir ein paar inhaltliche Themen einfach im Übertrag nochmal machen können, verfestigen können und wir wissen so ein bisschen, was uns erwartet. Trotzdem ist die personelle Situation in Nürnberg ein bisschen unübersichtlich. Da müssen wir auch mal schauen, wer dann wieder mit dabei ist und ob sich dann an der Statik auch ein bisschen was ändert. Aber so grundsätzlich wird uns das in einer ähnlichen Art und Weise erwarten. Wahrscheinlich mit einer höheren individuellen Qualität, was das Team angeht und die Einzelspieler. Aber wie gesagt, von der Statik her ähnlich wie gegen Regensburg. Dann wie immer zum Abschluss, du hast es eben beim Halbsatz ja schon erwähnt, wie sieht die personelle Situation bei uns aus? Ist, glaube ich, bis auf Niko Kiewski alle Mann an Bord, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, also Niko ist, wie gesagt, der Einzige, der jetzt fix ausfällt. Wir haben, Manu Schwenk ist jetzt erst wieder eingestiegen. Da müssen wir mal gucken, ob das bis Sonntag dann schon eine Option ist oder ob wir ihm einfach noch eine zweite Trainingswoche geben. Bei Negos Kupusovic gab es ein bisschen eine Belastungsreaktion, hat ein bisschen Adduktorenprobleme gehabt. Auch da schauen wir, hat jetzt reduziert trainiert, aber das wird jetzt auch kein dauerhaftes Problem sein und dementsprechend viele Spieler auf dem Trainingsplatz, gute Situation für uns und ja. Qual der Wahl. Okay, vielen Dank. Prosch, dann kommen wir mal zu dir. Vielleicht lässt du uns auch noch mal so ein bisschen aus Mannschaftskreisen teilhaben. Wie wichtig war dieser 2:0-Erfolg? Du selber hast auch nach längerer Durchstrecke wieder getroffen. Lass uns mal so ein bisschen teilhaben. Wie war die Stimmung bei den Jungs in der Woche? Ja, die Stimmung bei uns war natürlich exzellent nach dem Sieg. Aber wir wissen, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen. Haben dennoch, glaube ich, die Woche hart gearbeitet. Und ich bin auch optimistisch, dass wir am Sonntag auch wieder was mit nach Braunschweig bringen und unsere Tabellensituation weiter positiv verbessern. Dann blicken wir mal auf das Spiel am Sonntag. Trainer hat eben schon einiges gesagt. Was für eine Begegnung erwartest du? Ja, ich glaube, dass es ein sehr intensives Spiel wird, aber dass wir auf jeden Fall, wenn wir geschlossen auftreten, was wir gegen Regensburg sehr, sehr gut umgesetzt haben, den Plan, den das Trainerteam uns vorgibt, wenn wir das verfolgen, dass wir dann eine große Chance haben zu gewinnen oder zu punkten. Und ich glaube, dass wir jetzt noch ein paar Tage haben, uns darauf einzustimmen und vorzubereiten. Und dann glaube ich, dass wir Sonntag alle bereit sind und dass wir es positiv angehen werden. Okay, vielen Dank. Dann eröffne ich die virtuelle Fragerunde. Wie immer, kurzes Handzeichen, Mikro aktiviert und dann könnt ihr loslegen. Wer möchte starten? Daniel Mau strafft sich gerade, dann bitte hast du den ersten. Ja, hallo Herr Mayer, Sie haben es gerade schon gesagt, so ein bisschen Qual der Wahl, viele Spiele auf dem Trainingsplatz, jetzt gewonnen, never change a winning team oder wie gehen Sie, sag ich mal, die Aufstellung an?
Ja, es bietet sich ja an. Einmal, weil natürlich ein Erfolgserlebnis da war, dass man, ja, dass man da nicht viel jetzt dran dreht. Und auf der anderen Seite habe ich ja gerade schon gesagt, dass auch der Grundansatz des Gegners ähnlich ist. Und deswegen werden wir sicherlich jetzt keine wilden Sachen machen. Und trotzdem muss man natürlich über die Woche hinweg schauen. Es ist jetzt doch ein langer Wechsel von Freitag auf Sonntag, wie sich dann die Verfassung der einzelnen Jungs darstellt. Aber es gibt, wie gesagt, jetzt keinen großen Anlass, da irgendwie die Rotationsmaschine anzuwerfen. Dann hatte Patrick Hallert vom NR Fernsehen sich gemeldet. Bitte, Patrick. Du müsstest einmal das Mikro aktivieren, weil man hört dich leider nicht. Musst unten einmal in die Maske gehen oder beziehungsweise oben am Rand. Nicht so, ich kann es leider nicht machen. Dann müsste zwischendurch jemand anders übernehmen. Wer möchte? Ich Daniel würde dann Mau, einfach dann. bitte. Darf ich? Ja. Ja, bitte. Ja, okay. Ich würde anknüpfen, vielleicht, Sie haben ja gerade schon gesagt, Grund zur Rotation gibt es jetzt nicht unbedingt. Wie sieht es auf der linken Außenverteidigerposition aus? Da steht ja jetzt auch ja, Lasse Schlüter, der die meiste Zeit dort gespielt hat, wieder zur Verfügung. Nico Klaas hat es ja aber auch sehr ordentlich gemacht. Wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung für Sie, oder? Ja, es ist eine schwierige Entscheidung, wobei beide Jungs das, die Position halt unterschiedlich interpretieren. Wir haben mit Nico Klaas jemand, der vor allen Dingen über eine große Geschwindigkeit auch verfügt, was jetzt in den letzten Partien auch unheimlich wichtig war für uns, sowohl in Bochum, wo es extrem schnelle Außenbahnspieler gab, aber eben jetzt auch im Spiel gegen Regensburg, wo es eben darum ging, dann auch im Tempo dagegenhalten zu können. Bei Lass ist es so, dass er sicherlich in Offensivaktionen seine Qualitäten hat oder eben da stärker ist. Er hat einen fantastischen ersten Kontakt und hat eben gerade in den Offensivaktionen und in den Ballaktionen sehr, sehr viel Ruhe und auch gute Sachen für uns gemacht. Und je nachdem, wie wir die Statik vom Spiel einschätzen, wie wir den Gegenspieler einschätzen, haben wir da einfach Möglichkeiten. Aber das war immer das, was wir wollten. Und dementsprechend werden wir dann auch aufstellen bzw. im Spiel reagieren können. Dann sehe ich, dass Patrick Kalasch das Mikro jetzt aktiviert hat. Bitte, Patrick. Eigentlich war es vorhin auch aktiviert, aber ich hoffe, ihr hört mich. Jetzt hören wir Ich bin dich. auch aus Hamburg. Ja, mich interessiert bei beiden vielleicht mal so das Innenleben, weil es gab natürlich eine Phase mit Spielen gegen Mannschaften von oben, jetzt ausgenommen von Regensburg. Und das ist natürlich dann die Chance, die Konkurrenten möglicherweise auch irgendwann zu überholen. Also was überwiegt da irgendwie die Vorfreude, dass man da jetzt was gewinnen kann? Andererseits ist natürlich auch so, gegen die dann zu verlieren, gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, macht den Druck natürlich auch wieder größer. Wie sieht es dann im Leben aus? Also ich glaube, dass wir schon wissen, dass wir mit den 20 Punkten, die wir jetzt haben, nicht bis zum Schluss irgendwie durchkommen, dass wir noch einiges an Punkten einsammeln müssen. Und natürlich fällt es uns oder ist es vermutlich leichter, gegen Mannschaften zu punkten, die irgendwie auch im unteren Bereich stehen, als wenn man nur gegen Spitzenmannschaften von oben spielt. Und ja, also Angst, was zu verlieren, glaube ich, haben wir nicht. Und wir wissen aber, dass wir natürlich alles reinhauen müssen und dass es natürlich in den Spielen schon dann vielleicht auch ein bisschen ums Überleben geht, ne? Ja, ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt, dass ich eigentlich über das ganze Jahr hinweg bei all den Rückschlägen, die wir hatten und auch all den Schwierigkeiten eigentlich nie das Gefühl hatte, dass wir irgendwie loslassen oder dass irgendwie Verzweiflung spürbar ist. Und wir können uns, glaube ich, ganz gut selber einschätzen und auch ganz gut einordnen. Und auch wenn es keiner hören will, sehen wir eben schon auch eine stetige Entwicklung und auch eine Festigung in vielen Bereichen. Und deswegen sind wir sehr optimistisch, weil wir das auch nachgewiesen haben, dass jetzt, wo es drauf ankommt, dass wir die wichtigen Punkte holen. Wir haben gar keine Zweifel daran, dass wir mit dem Druck klarkommen, weil wir haben den vom ersten Tag an gespürt, vom ersten Spiel an und haben immer wieder auch sehr, sehr komplizierte Situationen gebogen und für uns gelöst. Und das gibt dir natürlich ein Stück weit Halt, weil du die Situation ein paar Mal erlebt hast. Und es werden jetzt ja viele Spiele kommen und das wird auch bis zum Saisonende so bleiben, wo es um extrem viel geht. Und ja, ich glaube einfach, dass wir die Ruhe und auch das Vertrauen haben und auch die innere Stabilität haben, die Dinge so anzugehen.
aber eben auch die Nehmerqualität gezeigt haben, weil du kannst jetzt ja nicht davon ausgehen, dass das jetzt die nächsten 12 Spiele sauber durchläuft. Es wird sicherlich auch nochmal eine Situation entstehen, wo du vielleicht ein Spiel verlierst, wo du denkst, so, das solltest du vielleicht einfach nicht verlieren. Auch das kann passieren und auch das werden wir wieder abschütteln. So. Und diese Erfahrung, die wir gemacht haben als Gruppe auch, haben uns stärker gemacht. Und gerade was die Druckresistenz angeht, mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Dann haben wir Elmar von Common. Bitte schön, Elmar. Ja, hallo auch an beide. Herr Mayer, wie sehen Sie die Drucksituation beim Gegner? Die haben ja eine ziemliche Horrorsaison hinter sich gebracht, haben sich dann verstärkt, stehen jetzt wieder unten, tun sich speziell zu Hause relativ schwer. Also ist der Druck bei denen vielleicht noch ein bisschen höher als bei Ihnen? Ich glaube, der Druck fühlt sich gleich an, weil wir also beide Teams haben die Abstiegsplätze so ein bisschen im Hinterkopf und wollen natürlich auf dem rettenden Ufer bleiben. Das fühlt sich in Nürnberg, glaube ich, nicht anders an als bei uns. Das Thema dort ist sicherlich, dass die Erwartungshaltung eine andere ist und dass der Druck von außen da dann vielleicht auch noch mal ein Stück schärfer ist, als das vielleicht bei uns der Fall ist. Insbesondere, weil man gehofft hat, dass man nach den Erfahrungen der Vorsaison, wo man ja in die Relegation musste, jetzt durch personelle Veränderungen und auch durch eine andere Ausrichtung so ein Szenario dieses Jahr vermeiden kann. Und man hatte ja, glaube ich, nach einem schwierigen Saisonstart mal eine gute Phase, wo man sich ein bisschen absetzen konnte. Jetzt ist man wieder reingerutscht. Das ist so eine auch eine schwierige Situation, wenn du schon mal das Gefühl hattest, dass du dich vielleicht ein bisschen entfernt hast und jetzt kommst du wieder rein. Und, aber grundsätzlich ja, fühlt sich das, glaube ich, für Nürnberg nicht anders an als für uns. Nur, dass vielleicht von außen betrachtet, dass es ein bisschen überraschender kommt, dass sie sich mit denselben Themen beschäftigen müssen. Dann haben wir Daniel Mau. Eine Frage an Nick Proschwitz. Nick, du bist so ein bisschen, sagen wir mal, so eine kleine Überraschung der Saison, dass du, sag ich mal, so viel spielst. Das war ja am Ende der vergangenen Spielzeit nicht so abzusehen. Du musst sehr viel auch gegen den Ball arbeiten. Im Herbst der Karriere, wie schwer fällt dir das, da Spiel für Spiel so viel Engagement auf den Platz zu bringen? Also eine Überraschung für mich ist das nicht. Ich weiß natürlich schon um meine Qualitäten. Ich arbeite auch gerne für die Mannschaft und für andere. Mir fällt es nicht wahnsinnig schwer. Natürlich ist es am Ende des Spiels mal so, dass man ausgepumpt ist und eben alles rausgehauen hat. Ich habe auch fast jedes Spiel wahnsinnig viele Zweikämpfe oder die meisten Zweikämpfe bei uns, weil unser Spiel einfach ein bisschen so darauf ausgelegt ist. Aber ja, es macht mir Spaß. Es macht mir auch Spaß, für die Jungs zu arbeiten. Und ich bin einfach froh, wenn wir Punkte holen, wenn wir Spiele gewinnen und wenn wir das alle gemeinsam machen, dann ist das für mich ein erfolgreiches Spiel. Daniel. Ich wollte gleich nochmal eine Frage anknüpfen. Man hat auch das Gefühl, dass du, von der Ausstrahlung, vom Selbstvertrauen ganz anders ist. Was hat so ein bisschen den Schalter umgelegt? Ist es einfach... Klar, beim Stürmer halt, wenn die Tore dann kommen, dass man einfach auch anders auftritt? Ja, ist ja logisch. Wenn das Selbstvertrauen da ist oder das Vertrauen auch von der Mannschaft und vom Trainerteam eingegeben wird, dann ist natürlich so, dass man anders auftreten kann und dass man relaxter und entspannter und selbstbewusster ist. Und das ist positiv von allen Seiten und da freue ich mich drüber und ich hoffe, dass ich es einfach weiterhin mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen kann. Fleißig geschrieben. Ich schaue in die Runde. Weitere Fragen? Daniel Mau nochmal. Ich hätte vielleicht noch eine an den Trainer. Herr Mayer, Sie haben es ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben. Wie schwer ist es, nachdem man jetzt einen Sieg gefeiert hat, das hatte die Eintracht ja auch hin und wieder schon mal, jetzt so, sage ich mal, ja, auch dieses Gefühl zu haben, man kann jetzt wirklich nachlegen, weil das war ja eigentlich bei der Eintracht in dieser Saison das große Problem, dass man immer wieder gute Spiele hatte, auch gute Ergebnisse und dann danach nicht nachlegen konnte. Das ist vielleicht für Sie auch als Trainer dann schwierig, da den Spagat zu finden zwischen den Finger in die Wunde zu legen und trotzdem die Jungs zu loben für eine gute Leistung.
Ja, es gibt zwei Dinge, die mich optimistisch machen, dass wir jetzt in der Lage sind, einfach auch nachzulegen. Das erste Thema ist, dass, glaube ich, jedem bewusst ist, dass es 0,0 Spielraum für Nachlässigkeiten gibt und wir ja eben auch schon Erfahrungen gemacht haben, dass es eben nicht so einfach ist, sich dann vielleicht auch mal festzubeißen und sofort nachzulegen. Also diese Negativerfahrungen sensibilisieren natürlich alle Beteiligten und dementsprechend spüre ich auch im Verlaufe der Woche, dass auch bei den Jungen alle Antennen an sind und alle fokussiert sind. Das ist das eine Thema, also, dass wir aus den Erfahrungen natürlich auch ein Stück weit lernen. Die zweite Geschichte ist, und das ist, glaube ich, viel wichtiger und kann vielleicht auch Nick noch mal was dazu sagen, dass es sich eben jetzt schon so anfühlt, als ob die Puzzleteilchen zusammenpassen. Das hat relativ lange gedauert, aus unterschiedlichsten Gründen, weil wir natürlich auch einen großen Umbruch hinter uns hatten und viele Dinge nicht ganz so einfach waren. Aber ist ganz komisch, es fühlte sich schon vor dem Regensburg-Spiel irgendwie so an, als ob auch was in der Gruppe passiert ist. Und das gibt uns so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist eine andere Fokussierung und eine andere Einheit irgendwie zu spüren. Ich kann es gar nicht so richtig, beschreiben. Es fühlt sich einfach so an. Und das macht mich schon optimistisch, weil ich schon das Gefühl habe, dass eben auch die Gier da ist und das irgendwie nicht künstlich erzeugt werden muss. Ich habe nicht einmal in der Woche das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie den Finger heben muss und sagen, dass ja das nächste Spiel ja auch wichtig ist und dass noch nichts erreicht ist oder dass wir wieder an derselben Stelle stehen, wenn wir jetzt in Nürnberg nicht punkten oder also irgendwie so darauf hinweisen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Jungs gar nicht so froh darüber sind, dass die Woche so lang ist, sondern dass sie jetzt eben auch das Gefühl mitnehmen wollen und nachlegen wollen und jetzt auch endlich in den Rhythmus kommen wollen, wo es eben stabiler wird. Ja gut, von meiner Seite gibt es da wenig anzuschließen. Also ich muss mich da überall anschließen und muss auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass natürlich die Saison, also wir haben es nie geschafft, glaube ich, zwei Spiele in Folge zu gewinnen und natürlich aus unterschiedlichsten Gründen, aber es war für uns schon bisher keine einfache Saison und ich glaube auch, dass wir jetzt erstmal alle Spieler an Bord haben, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, dass wir uns immer besser finden und dass wir, weiß ich nicht, in der entscheidenden Phase dann hoffentlich auch irgendwie unsere kleine Serie starten können oder eine kleine Serie starten können oder von mir aus auch eine große Serie und dass wir eben wissen, dass wir nicht nachlässig sein dürfen und einfach jetzt um jeden Punkt fighten müssen, um eben in der Liga zu bleiben. Patrick Hallert. Ja, Herr Mayer, wo wir gerade bei Serie sind und ich hier in Hamburg sitze, es ist ja, nehmen Sie sich das vielleicht auch manchmal so als Beispiel oder gucken mal hin, was beispielsweise nach eurem Sieg gegen St. Pauli hier in Hamburg los war. Also St. Pauli war totgesagt, die gab es gar nicht mehr. Der arme Timo Schulz war eigentlich schon weg und jetzt gibt es da so eine super Serie. Ist das vielleicht auch mal sowas, was man der eigenen Mannschaft mitgeben kann? Guck mal, das ist doch auch möglich. Ja, dass es möglich ist, daran zweifeln wir ja gar nicht und wir trauen uns das auch zu. Das ist bei uns gar nicht das Thema. Trotzdem muss man ja jede Situation für sich betrachten. Und der Umschwung kam mir dann auch nach der Weihnachtspause bei Pauli. Ich glaube auch nicht ganz unwesentlich durch Veränderungen im Kader. Man war jetzt nicht so inaktiv auf dem Transfermarkt. Und auch die Rückkehr von Guido Burgstaller, glaube ich, ist kein von der Hand zu weisender Faktor. Also es hat ja auch nicht durch Handauflegen funktioniert. Und ähnlich ist es bei uns auch. Und wir wären jetzt nicht böse darüber, wenn wir mit einer Verzögerung vielleicht einen ähnlichen Turnaround schaffen können. Wir trauen uns das zu. Es zeigt ja auch, dass es eben manchmal nicht an Personen festzumachen ist oder dass man dann eben auch nicht immer mit der Axt durch die Gegend laufen muss, sondern dass man manchmal auch Vertrauen haben muss in die Arbeit und auch in Entwicklungen und auch die Situation realistisch einschätzen. Das hat man mit Pauli gemacht, das wird gerade belohnt. Und wir sind auf einem ähnlichen Weg. Wir sind auch alle ruhig geblieben, auch in den schwierigen Phasen. Und wir wollen das jetzt natürlich auch rechtfertigen. Weitere Fragen? Ich schaue in die Runde. Die Radiokollegen? Nein? Gut, dann sehe ich breites Kopfschütteln. Dann haben wir noch eine Fanfrage, die uns via Twitter erreicht hat. Thorsten Eckert möchte wissen, Daniel, Standards haben den Sieg gegen Jahn Regensburg eingebracht. Gibt es bei euch eigentlich einen designierten Elfmeterschützen oder kann jeder, der sich berufen wird, den Elfer auch schießen?
Ja, der Kollege am anderen Ende vom Tisch wird den Ball wahrscheinlich nicht hergeben, wenn es eine Situation gibt und er auf dem Platz steht. Dahinter haben wir sicherlich auch noch ein, zwei Jungs, aber in dem Moment, wo wir einen Elfmeter bekommen und die Wahrscheinlichkeit dürfte sehr groß sein, dass Proschi auf dem Platz steht, dann ist er derjenige, der die Verantwortung übernehmen wird. Wunderbar, dann hätten wir es, sehen uns Sonntag in Nürnberg, dann eine schöne Restwoche.